Coronavirus-Ausbreitung verhindern, das ist das große Ziel, das alle verfolgen, nicht nur in Deutschland. Aber welche Maßnahmen greifen und wie sinnvoll sie sind, darüber kann ich mit Professor Martin Exner sprechen. Er ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Willkommen bei Phoenix, Professor Exner. Ja. Sie haben ja gerade mit mir auch die Pressekonferenz gehört und verfolgt. Sind das Maßnahmen, die sinnvoll sind, die jetzt gerade vom Gesundheitsminister jetzt eingeleitet wurden? Oder ist das zu niedrigschwellig in Ihrer Meinung? Nein, ich denke, es war eine sehr wichtige und transparente und verantwortungsvolle Pressekonferenz von allen Teilnehmern, sowohl von Herrn Minister Spahn, von Herrn Professor Wieler als auch von Herrn Professor Drosten. Okay, also und die Maßnahmen, die er gesagt hat? Die Maßnahmen, die genannt worden sind, sind absolut korrekt. Und es liegt auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, hier seinen Beitrag zu leisten. Jeder Einzelne heißt, also die üblichen Hygieneregeln einzuhalten, Hände waschen, Taschentücher wegwerfen, genau. Also, 1 Meter Abstand halten? 1 Meter Abstand halten, aber durchaus auch zu überlegen, muss ich zu bestimmten Veranstaltungen gehen, ja oder nein? Das ist ja jetzt gerade die große Diskussion, um sich dann vorzubereiten, dass wir vor der erwarteten Welle, die jetzt auch Deutschland weiter treffen wird, unser Gesundheitswesen so gut wie möglich darauf vorzubereiten und auch im besten Sinne zu entlasten von unnötigen Erkrankungen. Sie sagen jetzt gerade so ganz gelassen vor der erwarteten Welle, die Deutschland jetzt erreichen wird. Wie erwarten Sie denn die Welle? Es wird wahrscheinlich, dass in den nächsten Tagen und Wochen werden die Zahlen weiter offensichtlich zunehmen. Man kann das noch nicht genau bestimmen, aber wir haben keine Zeit, jetzt zu warten. Wir bereiten uns mal irgendwann darauf vor, sondern das war ja auch der Tenor der Pressekonferenz. Ja. Jetzt und hier müssen wir uns darauf vorbereiten. Soll ich dann jetzt als Mutter mein Kind aus der Schule lassen und besser zu Hause? Nein, auch das wurde ja auch mitgeteilt. Derzeit stehen Kindergartenschließungen oder auch Schulschließungen nicht unbedingt an. Ja, das wäre vielleicht sozusagen eine präventive Maßnahme meinerseits, dass ich denke, okay, wer weiß, ob andere auch so verantwortungsbewusst sind. Ich möchte nicht, dass sich mein Sohn, meine Tochter ansteckt. Das können Sie durchaus auch überlegen. Sie sollten dann auf der anderen Seite auch wissen, dass Sie natürlich dann die Kinder dem Lernen entziehen. Und ich habe so den Eindruck, dass man in Abhängigkeit halt auch von den lokalen Situationen, dass die Gesundheitsbehörden verantwortungsbewusst dann auch damit umgehen. Also wir sind ja hier anders aufgestellt als Italien. Das sind ja föderale Entscheidungen, Entscheidungen der Kommunen, der Gemeinden. Wenn Sie sagen, Sie schließen Veranstaltungen oder Schulen oder Museen oder was auch immer, das sagen Sie, hat alles seine Berechtigung. Das ist gut. Das hat durchaus seine Berechtigung, ja. Und ich denke auch, jetzt wird es darauf ankommen, dass wir unser Gesundheitswesen, ein gutes Gesundheitswesen auch aus hygienischer Sicht, dass wir das leistungsfähig auch halten. Insofern. Was heißt das? Also wie halten wir das leistungsfähig? Naja, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wenn es zu einem Ansturm von weiteren schweren Infektionen kommt, die zum Beispiel auf Intensivstationen behandelt werden müssen, dass wir da die notwendigen Voraussetzungen haben. Das Thema ist ja, dass auch Ärzte und Pflegerinnen, Pfleger krank werden können. Auch das ist ja nun auch wirklich eine Sorge, oder? Genau, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass zum Beispiel die ganzen Schutzmaterialien für unsere Ärzte und Krankenschwestern, die am direktesten ausgesetzt sind am Patienten, dass die diese Schutzmaterialien bevorzugt erhalten. Und insofern ist es so wichtig, dass halt ein entsprechendes Programm aufgelegt wird von Seiten der Bundesregierung und ich weiß es jetzt hier auch von Nordrhein-Westfalen, dass hier zum Beispiel Masken wirklich mit hohem Nachdruck produziert und dem medizinischen Bereich und den niedergelassenen Ärzten auch zur Verfügung gestellt werden. Professor Exner, vielen Dank für die Einordnung und dass Sie uns das Bild noch etwas klarer gemacht haben. Dankeschön.